Haben Sie zufällig ein Autonomiediagramm in der Nähe? Ja, habe ich. Ich habe mir das ausgedruckt. Also so sieht es jetzt gerade aus. Ja, also da sieht man schon, dass da ganz viel Entwicklungsspielraum ist noch bei. Absolut. Sie drehen, Sie müssen es um, oh, ich spiele auf den Kopf. So. Also A, B und C, die können um das doppelt Ja. besser sein. Und die Symbiosewerte D, E und F, die sind massiv erhöht. Da gibt Genau, so fühle ich mich auch gerade wie in so einer Box. Ja. So, das hat es Also, wirklich super wiedergespiegelt. dann schauen wir doch mal, wie würden Sie denn Ihr Anliegen formulieren? Also ich habe verschiedene Anliegen und das eine ist tatsächlich ein ganz schwieriges Elternhaus. Ja. Das war auch der Grund, warum ich sie angeschrieben habe. Ja. Und also viel Gewalt, Missbrauch, Toxizität durch eigentlich bis jetzt. Also ich habe zu beiden Eltern auch keinen Kontakt. Ja. Dann habe ich ein Missbrauchsthema mit meinem Großvater und obendrauf noch das Zwillingsthema. Also das hat, und darum habe ich gedacht, ich weiß nicht, was jetzt dran ist, Da aber kommt einiges zusammen. total, ja. Dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir dieses kombinierte Beziehungstrauma mit den Eltern anschauen. Ja. Und wenn dann der Zwilling sich meldet in der Aufstellung, dann werden wir den auch noch berücksichtigen. Aber zunächst mal beginnen wir mit dem kombinierten Beziehungstrauma und das symbolisieren wir durch einen schlichten roten Würfel. Das ist das kombinierte Beziehungstrauma. Und das müssen Sie jetzt so stellen, dass das genau. Und dann bräuchten wir für die Saskia Rot, Gelb und Grün. Gelb und Grün. In welcher Größe? Doppelt so groß wie der Würfel. Also die. Rot, Gelb und Grün. Die roten gibt es jetzt. Das muss ich kurz erklären. Rot ist die Saskia von heute, die eben diese Probleme noch hat. Gelb, das nennen wir ihr wahres Selbst. Das ist eine Saskia, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat, so wie eine Rose ihre Würde hat, einfach dadurch, dass sie eine Rose ist. C.G. Jung nannte das ja so den göttlichen Funken in uns. Und es scheint aber, dass eben, wenn sie diese Probleme haben, dass dann die Saskia von heute mit diesem wahren Selbst nicht optimal verbunden ist, weil etwas sie da blockiert. Das, was sie blockiert, das ist dieser rote Würfel. Das ist jedenfalls das Symbol dafür. Wir können dann in der Aufstellung herausfinden, worum es sich da handelt. Beziehungsweise, das ist, wir wissen ja schon, Entschuldigung, wir gehen ja aus von diesem kombinierten Beziehungstrauma mit den Eltern. Also, das geht um Richtig. dieses kombinierte Beziehungstrauma mit den Eltern. Und grün ist die vitale, lebendige, kindliche Saskia, die Gefühle, Wünsche, Bedürfnisse äußern möchte, die aber auch geschützt werden möchte. Und diese drei Elemente können Sie jetzt mal in Bezug setzen zu diesem kombinierten Beziehungstrauma der kleinen Saskia. Spüren Sie mal nach, wie sich das anfühlt. Und jetzt müssen Sie berücksichtigen, dass ich genau, und Sie So. müssen die vordere Hälfte des Tisches Na, da. ich werde ihn nutzen. Alles klar. Ja, dann lege ich meinen Finger auf die rote Saskia von heute. Wie geht es der roten Saskia von heute in dieser Konstellation? Wie im, also es ist wie im Sumpf, aber das kenne ich. Ja. So festzustecken mit Ja. etwas, was mich beschwert. Also das ist so, offensichtlich sind diese Belastungen von damals so gespeichert, dass daraus ein Programm entsteht, was heute noch ihr Selbstbild und ihr Leben und ihr Verhalten bestimmt. Und dass ihnen das bewusst ist. Deswegen konnten sie es bisher auch nicht ändern oder überhaupt erkennen. Und jetzt durch diese Klötzchenmethode wird es sichtbar. Und wenn sie dann jetzt sehen, dass dieses Trauma von damals, was eigentlich vorbei ist, dass es heute noch so klebt an der Saskia von heute, dann können sie das doch beherzt entfernen und auf die Seite legen, dieses Ja. Trauma. So dass ich es immer noch sehe und ein Symbol an der Grenze dazwischen stellen. Ja, sehr gut. Das fühlt sich an, schaut aus wie ein Trommelschlägel. Das ist der Was Beutel mit. für eine Trommel ist das? Eine große Rahmentrommel. Eine So. Schamanentrommel.
Ja, das ist so mit meinem Berufszweig auch. Was machen die Ich bin Arbeit? tatsächlich Heilpraktikerin geworden. Ja, sehr schön. Ja, dann haben Sie jetzt eine Grenze eingeführt. Wunderbar, diese Trommelschlägel ist da sehr gut geeignet. Jetzt legen Sie mal einen Finger auf die rote Saskia von heute. Dann geht es der Saskia von heute, wenn es da eine Grenze gibt. Es ist Und die Trommel besser. ist deutlich besser. Ja, und es ist aber so ein Sog noch da. Ja. Und wie so Kaugummi fühlt sich das ein bisschen an. Ja, jetzt versuchen wir mal zu rekonstruieren, was damals das Trauma war. Stellen Sie mal neben die beiden, neben dem roten Würfel, noch ein dickes und ein dünnes blaues Klötzchen auf für Vater und Mutter. Was haben Sie gesagt? Ein Klötzchen. Klötzchen? Blaues Klötzchen, dickes und In dünnes. der Größe auch? Ja, in der Größe. Okay. Rechts und links neben den roten Würfel. Dieses Rechts und Trauma links. entstand ja durch die Beziehung zu Mutter und Vater. Ja. Und sind die schauen so gleich groß aus. Es gibt, glaube ich, ein dünnes und ein dickes, damit Sie es unterscheiden können zwischen Mutter und Vater. Ah, okay. Dann kann ich so ein blaues, langes aufnehmen. Geht auch. Ich Und habe sagen, wer ist Papa, wer ist Mama? meine Mutter ist die kleine, dicke und mein Vater der große, lange. Und Eltern, die ihr Kind so verletzen, sind möglicherweise selber traumatisiert. Dann bekommen die beiden noch einen blauen Würfel an die Seite gestellt. Ja, und Würfel jeweils einer. Ja. Und diese ganze Reihe können Sie jetzt mal so parallel stellen zu der Grenze. Wenn Sie einfach so um 90 Grad, genau. Dann nehmen Sie jetzt mal die Grenze weg. Ja. Dann legen Sie jetzt mal einen Finger auf die rote Saskia von heute. Wie geht es der Saskia von heute? Das ist für In mich ihrem Raum. überwältigt mich gerade Ja. tatsächlich. Also das ist ihr Trauma von damals. Das sind die beiden Eltern und noch deren Traumata. Und wenn das alles in ihrem Raum ist, wie fühlt sich das an? Anstrengend. Ja. Ja. Das war die Realität ihrer Kindheit. Was anderes haben sie gar nicht kennengelernt. Stimmt. In dieser Realität war es unmöglich, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Immerhin haben sie überlebt. Das ist eine kreative Leistung. Aber um zu überleben, haben sie möglicherweise sich verbogen, sich angepasst an diese traumatische Situation. Und das können wir jetzt mal überprüfen, in welcher Weise sie sich da angepasst haben. Nehmen Sie mal die grüne vitale Saskia und die legen Sie mal auf den Tisch, neben diesen roten Würfel. Neben den roten Würfel. Neben das Trauma. Und diese vitalen Saskia, packen Sie jetzt mal den roten Würfel drauf. Ihr eigenes Trauma. Ja. Das symbolisiert jetzt, dass diese Verletzungen, die Sie da erlebt haben, dass die Ihre Lebendigkeit belastet haben. Ja, Das ist wahrscheinlich nachvollziehbar. das ist nachvollziehbar, ja. Und dann nehmen Sie noch die blauen Würfel für die Traumata von Mutter und Vater noch dazu und legen die auch oben drauf. Der Turmbau zu Babel sozusagen. Ja. Und ist es für Sie nachvollziehbar, dass auch Ja. die Traumata von Mutter und Vater Ihre Lebendigkeit belastet haben? Absolut. Nun kann es sogar sein, dass Sie selber eine Tendenz entwickelt haben, Ihre Lebendigkeit zu unterdrücken, zu verleugnen, entweder um sich zu schützen vor weiteren Verletzungen durch diese Eltern oder um diese Eltern zu schonen, die anscheinend nicht so belastbar waren, Sowohl als auch, ja. oder um vielleicht sogar wertvoll zu sein, die Illusion zu haben, wertvoll zu sein für diese Eltern. Und dann stellen Sie mal die rote Saskia oben auf den Turm. Und dann kommt diese Saskia in so eine Ja. Handlung, wir nennen es das magisch-grandiose. Sie verleugnen ihre eigene Lebendigkeit, ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle. Sie gehen auf eine höhere Ebene, das kann sein eine rationale Ebene, es kann sein eine spirituelle Ebene, es können Fantasiewelten sein, in die sie sich retten, um die ganze Leid gar nicht an sich heranzulassen. Zugleich ist es verbunden oft mit der Tendenz zur Kontrolle. Das heißt, dass ihre Antennen so mit ihren Antennen mitbekommen, was ist bei den Eltern los, was ist bei den anderen los, was brauchen die, was haben die für Bedürfnisse, damit sie sich danach orientieren können, um darauf Rücksicht zu nehmen, um sozusagen wertvoll zu sein, auch für diese Person. Richtig, ja.
Das ist so ein illusionäres Selbstwertgefühl, so durch diese magisch-grandiose Überlebensstrategie. Das ist immer verbunden mit Selbstüberforderung. Und wenn Sie das dann gar nicht leisten können, was gar nicht leistbar ist, dann fühlen Sie sich noch schlecht und werten sich selber dafür ab. Genau, das kenne ich. Das ist dieses brüchige Selbstwertgefühl, was verbunden ist mit dieser Tendenz zur Selbstverleugnung. Und wenn Sie sehen, dass das auch heute noch das Programm ist, was Ihr Selbstbild bestimmt, Ihr Erleben und Ihr Verhalten, dann können Sie das heute, wo Ihnen das bewusst wird, löschen, dieses Programm. Bisher waren die Zusammenhänge nicht bewusst, das war alles so, das hat sie bestimmt, ohne dass sie das eigentlich ändern konnten. Das war so wie schicksalhaft. Jetzt können Sie es erkennen und jetzt können Sie es heute löschen, dieses Programm. Und als erstes können Sie die rote Saskia von heute, die können Sie oben aus ihrer magisch-grandiosen Position herunterholen auf den Boden und neben ihr wahres Selbst stellen. Und die beiden rote und gelbe, die können Sie mal auf Abstand stellen zu der ganzen Traumhandlung. So. Und jetzt brauchen wir natürlich ein Ersatzsymbol für dieses magisch-grandiose Selbst. Das wäre so ein schlankes, überlanges rotes Klötzchen. Schauen Sie mal, ob Sie was haben. Tatsächlich, eins habe ich. Da stellen Sie oben auf den Thron. So. Ist aber wackelig. Das ist jetzt wirklich grandios, ja. Mhm. Das verdient diese Bezeichnung magisch grandios. Und jetzt liegt aber immer noch die grüne, vitale Saskia platt unter diesen ganzen Themen, die ja heute eigentlich gar nicht mehr relevant sind. Richtig. Und dann können Sie heute diese vitale Saskia befreien, indem Sie ein anderes Symbol nehmen für die damalige Überlebensstrategie der Selbstverleugnung, nämlich einen grünen Würfel. Den legen Sie mal neben diese liegende Saskia. Können Sie vorsichtig diesen Turm verlagern von der grünen Saskia auf diesen Würfel? Dann legen Sie mal einen Finger auf die grüne vitale Saskia. Wie geht's der, wenn die so entlastet wird von den Themen von damals? Besser, also auf jeden Fall besser noch, aber platt, wirklich müde, erschöpft. Ja. Also Sie könnten noch ein weiteres tun. Sie können diese vitale Saskia aufklären. Können wir sagen, das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange vorbei. Das Schmerzliche und Verwirrende von damals ist lange vorbei. Wir beide haben es überlebt. Wir beide haben es überlebt. Du warst überhaupt nicht zuständig. Du warst da überhaupt nicht zuständig. Du bist ganz unschuldig. Du bist ganz unschuldig. Du gehörst nicht in die Vergangenheit, ich brauche dich heute. Du gehörst nicht in die Vergangenheit, ich brauche dich heute. Ich brauche dich heute für meine Lebendigkeit, um endlich Party machen zu Ich brauche dich heute, um meine Lebendigkeit, um endlich Party machen zu können. können. Kommt es einmal der kleinen vitalen Ja, Saskia? das ist was für Sie. Ja. Ja. Und nun war es wahrscheinlich so, dass sie damals sehr allein war. Keiner hat sie sehen, keiner hat sie beschützt, keiner hat sie Das stimmt. verstanden. Und dann ist es vielleicht ganz gut für sie, wenn sie endlich jemand endlich gesehen wird und dass jemand sie abholt. Und rot und gelb können sie doch abholen aus dieser Ja. Traumasituation, gehen dahin und holen sie da heraus aus dieser Traumata. Möchte sich auch aufrichten jetzt. Sehr gut, ja. Das ist ein gutes Gefühl in die Mitte. Ja, genau, nehmen Sie dazwischen und die nehmen Sie liebevoll in Sicherheit. Ja. Distanz in Corona-Zeiten hatten wir 1,5 Meter Abstand. Und hier brauchen wir so 20 cm Abstand. Ja. Und das, was jetzt vor Ihnen aufgetürmt ist, das nennen wir das Traumakonglomerat. Das ist dieses Programm, was entstanden ist damals durch diese Verletzungen. Wir haben die Elemente, die Sie heute brauchen für Ihre Lebensbewältigung, haben wir herausgelöst, das rote und das gelbe Klötzchen. Und der Rest ist eigentlich entbehrlich, der ist eigentlich toxisch, das ist mit Ihrem Wesen gar nicht vereinbar. Und das ist der Grund für den Stress, den Sie Ihr ganzes Leben lang gehabt haben. Stimmt. Das können Sie vorläufig schon mal aus dem Sichtbereich entfernen, einfach unter den PC stellen. Nicht abbauen, ne? Können So. Sie auch abbauen, ja, unter den PC stellen. Die Eltern auch dazu. Die beiden blauen Klötzchen auch noch dazu. Und dann noch eine Sichtblende davon. Ja, sodass Sie das auch nicht mehr sehen können. Ich sehe es nicht mehr. Und dann darf die rote Saskia von heute mal so in die Mitte von diesem Raum gehen und mal spüren, wie fühlt sich das an, wenn diese Elemente nicht mehr in ihrem Raum sind, die A nicht in die Gegenwart gehören, B mit ihrem Wesen gar nicht vereinbar sind. Leichter. Ja.
Dann können Sie doch mal einen Blick riskieren zu Ihrem wahren Selbst. Also bisher waren Sie nach diesem Traumaprogramm orientiert. Die Alternative wäre Ihr wahres Selbst, dieser göttliche Funke in uns, dieses gelbe Klötzchen. Und das kann aber sein, das war zwar immer da, aber es kann sein, dass Sie es bisher gar nicht wahrgenommen haben. Es ist möglicherweise auch in dieser Familie gar nicht wahrgenommen und wertgeschätzt worden. Ja. Jetzt nehmen Sie mal die Brille dieser Familie ab. Und schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf dieses wahre Selbst. Gibt es an dem etwas auszusetzen? Nein, das ist gut drauf. Dann könnte ich doch stellvertretend für Ihr wahres Selbst zu Ihnen sagen: Hallo, Saskia, ich bin dein wahres Selbst. Gab es damals dein Trauma mit Mutter und Vater? Es gab die Traumata von Mutter und Vater selber. Das alles hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Heute bin ich ganz für dich da und ich bin nur für dich da. Kommt es an bei Ihnen? Ja, das kommt an. Nun können Sie Ihrem Selbst erklären, warum Sie bisher noch nicht Verbindung hatten. Und das hängt möglicherweise damit zusammen, dass Sie immer noch so verklebt waren mit diesen Themen von damals. Wenn es für Sie stimmig ist, können Sie zu Ihrem Selbst sagen, anscheinend war ich noch so verklebt mit den Themen von damals, dass ich dich bisher gar nicht wahrnehme. Anscheinend war ich noch so verklebt mit den Themen von damals, dass ich dich nicht richtig wahrnehmen konnte. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Das ist für Sie, wenn Sie das sagen. Ja, das erleichtert von so einem Schuldgefühl, was ich immer hatte. Ja, es ist. Ah ja. Jetzt kommt ja noch dazu, dass wir gesehen haben, dass Sie eine Tendenz haben, sich selber zu verleugnen, um sich zu schützen, um andere zu schonen oder für andere wertvoll zu sein. Auch das können Sie Ihrem wahren Selbst mitteilen. Anscheinend habe ich selber die Tendenz, dich zu verleugnen, Scheinbar habe ich die Tendenz, dich zu verleugnen, um mich zu schützen um mich zu schützen oder um andere zu schonen oder um andere zu schonen oder um für andere wertvoll zu sein. oder um an für andere wertvoll zu sein. Ist das stimmig für Sie? Ja. Dann können Sie sagen, auch das hat mit dir gar nichts zu tun. Auch das hat mit dir gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Wie ist es für Sie, wenn Sie das sagen? Das erleichtert, das Ja. bewegt. Das kann dich, ist natürlich auch schmerzlich, zu erkennen, dass man sich da in so einem wesentlichen Punkt getäuscht hat. Ja, das Aber da, für eine Lösung ist es wichtig, dass es mal auf den Tisch kommt. also es ist auch schon so, es treibt mir schon ein bisschen so die Tränen so hoch, sag ich Ja, mal. na klar. Ja, aber gut, dass es jetzt sich wandelt. Nun kann es sein, dass Sie diese Probleme, die Sie da als Folgen dieses Traumas hatten, dass Sie die erkennen, dass Sie vielleicht auch schon versucht haben, daran zu arbeiten. Und manchmal lässt sich das nur schwer lösen mit anderen Methoden. Ja, Und dann richtig. kann es sein, dass Sie selber sich vielleicht dafür schuldig fühlen oder selber dafür ablehnen. Kennen Sie da was von sich? Ja, das kenne ich. Das wäre jetzt sehr fatal, denn dieses Selbst ist ja die einzige Alternative, an der Sie sich orientieren können, um aus diesem Traumaprogramm auszusteigen. Genau. Wenn Sie es aber dieses wahre Selbst irrtümlich beschuldigen für Ihre Probleme, dann verbauen Sie ja selber dieses alternative Programm. Das wäre fatal und deswegen wäre es gut, wenn Sie das klären könnten mit Ihrem wahren Selbst. Ja, auf jeden Fall. Und schauen Sie mal, ob das für Sie stimmig ist, wenn Sie zu Ihrem wahren Selbst sagen: Anscheinend habe ich selber irrtümlich dich für meine Probleme verantwortlich gemacht. Und dabei habe ich irrtümlich dich für meine Probleme verantwortlich gemacht. Das tut mir sehr leid. Das tut mir sehr leid. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Mit dir hat das gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Ist das stimmig für Sie? Was Sehr für ein Gefühl kommt da? tief berührt und als wenn sich jetzt eine Verbindung aufbaut. Genau. Nachdem das jetzt ausgesprochen wurde, ist sozusagen dieser Vorbehalt, dieser unausgesprochene Vorbehalt, kann sich da jetzt was lösen. Jetzt legen Sie mal einen Finger auf Ihr wahres Selbst. Ob Sie spüren können, dass Ihr wahres Selbst Ihnen dafür böse ist, dass Sie es verleugnet haben, dass Sie es sogar zu Unrecht beschuldigt haben. Ist es nicht. Das ist ganz typisch für das wahre Selbst. Es ist nie böse. Im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Saskia, dann bei diesem wahren Selbst. Und bedingungslos heißt buchstäblich, diese Liebe gibt es gratis.
Müssen dafür nichts leisten, müssen noch nicht einmal brav oder grausam sein. Können Sie sich überhaupt vorstellen, dass es sowas gibt für Saskia? Schwer. Sie können das gleich spüren. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie symbolisch nochmal die Achtung ausdrücken für dieses wahre Selbst, indem das rote Klötzchen sich leicht verneigt vor dem gelben Klötzchen. Und gleichzeitig stellen Sie sich vor, dass Sie sich innerlich 3 Atemzüge lang verneigen vor Ihrem eigenen wahren Selbst. Dann spüren Sie mal in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn Sie sich selber innerlich verneigen vor Ihrem Es fühlt wahren sich nach innerer Stärke und Größe an. Das tut gut. Selbst. Sie bekommen ein Gefühl für diese innere Würde. Und statt wie bisher mit dem eigenen Trauma und den Traumata der anderen sich zu identifizieren, könnten Sie doch zur Abwechslung einmal Probe verschmelzen mit der Saskia, die Sie eigentlich sind. Nehmen Sie mal beide zusammen, legen den Finger quer drüber, spüren in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn diese beiden Elemente eins werden, die so lange Zeit getrennt waren. Ja, wie eine Symbiose, wie zu Hause fühlt sich das an. Ein schönes Gefühl. Das sind eigentlich Sie und Sie könnten mal schauen, wenn Sie mal so in sich hineinspüren, ob Sie da innerlich etwas, eine Veränderung wahrnehmen, was sich da innerlich verändert. Mein Kopf wird leichter und mein Ja. Herz wird warm. Also Ja. es bewegt mein Herz. Ja, das sind eigentlich Sie, das ist Ihr Potenzial. Möglicherweise kennen Sie ja so kostbare Augenblicke, wo Sie schon mit diesem Selbst verbunden hatten, waren oder wenigstens die Ahnung hatten, dass es sowas gibt. Kurzzeitig, ja. Das so in der Natur manchmal oder im Ausland, Ja. weg von zu Hause. Das ist mein Lieblingsort, sozusagen draußen zu sein. Ja. Und aber Sie haben auch erlebt, dass diese Verbindung möglicherweise immer wieder unterbrochen wurde. Ja. Und damit das nicht wieder passiert, müssten Sie lernen, genau zu unterscheiden zwischen dem, was hier heute zu Saskia gehört und was gar nicht dazugehört. Ja. Und das betrifft alle die Elemente auf der anderen Seite der Sichtblende. Nehmen Sie mal die Sichtblende weg. Die ganzen Klötzchen können Sie mal in den Sichtbereich holen. Da Nicht ist zu dichte zu Ihnen, sondern ein bisschen auf gesunden Abstand. oh, oh. Und das erste Element, was wir untersuchen, ist dieser rote Würfel. Das ist Ihr Trauma mit diesen beiden Eltern. Ja. Brauchen Sie das heute noch für Ihre Orientierung, ja oder nein? Nein. Das war ja sozusagen der Kristallisationspunkt für diese ganzen Elemente, die sich da zusammengeschlossen haben zu dem Ja. Trauma-Konglomerat. Und da können Sie in die rechte Hand die rote Saskia von heute nehmen. Die rechte Hand, die rote Saskia, ja. Und die linke Hand das Trauma von damals. Beide auf die vordere Tischkante stellen, weiter auseinander, soweit es geht. Nun können Sie symbolisch mit der Saskia von heute dieses Trauma von damals stoppen, um zu zeigen, hier und heute gehört es gar nicht mehr in Ihren Raum hinein. Stopp. Ja. Genau, Sie haben die Kraft dazu, Sie haben das Recht dazu. Das Stopp. wäre der gesunde Schutzreflex. Wenn das funktioniert, wissen Sie besser, wer Sie sind, wer Sie nicht sind. Stopp. Es tut gut. Und das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren, dieser Reflex, dass Sie Ihr Territorium schützen, um Beute machen zu können. Welches Raubtier fällt dir da ein? Löwe. Mit einem Löwenschrei. Ja. Ja, gleich nochmal. Wie geht es Ihnen dabei? Ja, ich komme in Wallung. Mir geht's gut dabei. Also, vielleicht kennen Sie das gar nicht, dass Sie Ihre Kraft so gezielt und geballt einsetzen. Aber Richtig. das ist eigentlich die Aufgabe Ihrer Kraft, zu erkennen, was mit Ihrem Wesen nicht vereinbar ist, und wenn Sie das aus Ihrem Raum entfernen, dann sind Sie optimal Saskia, die Sie sein können. Ja, den Raum einnehmen, ja. Wenn jetzt durch diese damalige Belastung Elemente in Ihrem Raum gespeichert sind, die gar nicht vereinbar sind mit Ihrem wahren Selbst, dann ist diese Kraft verwirrt oder gelähmt und sie richtet sich dann eher gegen sich selber. Das kennen Sie, diese Selbstwertprobleme, Schuldgefühle, Depressionen, Ängste und Ja, Krankheiten. ganz so locker. Und wenn Sie da jetzt diese Kraft für sich einsetzen, gerichtet, geballt, dann machen Sie eine neue Erfahrung. Sie sind handlungsfähig.
Und diese Art und Weise könnte ich jetzt nochmal mit einem Löwenschrei dieses Trauma stoppen. Und das kann so Glückshormone auslösen. Können Sie das nachvollziehen? Das kann ich fühlen, das prickelt. Und diese Glückshormone, die fehlen Ihnen jetzt seit geschätzt 50 Jahren. Fast 60, ja. Fast 60. Und jetzt legen Sie meinen Finger auf die grüne vitale Saskia. Wie geht es der grünen vitalen Saskia, wenn sie sieht, dass dieses Trauma, was sie bis vorher noch blockiert hat, dass man das stoppen kann und dass es da sogar Glückshormone gibt? Die feiert das richtig, also die Ja. findet das richtig belebend. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie gerne auch mal die Glückshormone spüren würde. Ja, würde sie. Traut sie sich, das zu probieren? Ja. Dann soll sie doch mal schauen, wie das für sie ist. Ja. Stopp! Ja. Stopp! Ja, mit Löwenschrei. Wie Super. fühlt sich das an? Hitzig. Gut fühlt sich das an. Also, das ist immer wieder erstaunlich, wie schnell da so eine Lebendigkeit, Ja. eine Fröhlichkeit, eine Leichtigkeit, die so seit Jahrzehnten irgendwie blockiert war. Ja, das stimmt. Und die vitale kindliche Saskia, die war ja die, die am meisten gelitten hat. Jetzt gönnen wir ihr doch den Triumph, dass sie es ist, die dieses Trauma für immer vom Tisch haut mit einem ultimativen Löwenschrei. Oh, Sie nochmal. müssen noch festhalten. Stopp, die müssen erst loslassen. Ah, Loslassen. ich muss erst los sein. Linke Hand weg. Kann ich nochmal? Ja, nimmst mal die linke Hand zurück. Die linke Hand zurück. Dann kann die Grüne mit Karacho das vom Tisch hauen. Okay. Das ist gut. So ist es bestens. So ist es. Auf Wiedersehen. Das ist auch schon Immer. mal ein guter Anfang. Ja, gut. Das nächste Element ist dieser grüne Würfel, das war diese Tendenz zur Selbstverleugnung, Selbsterniedrigung. Ah ja. Das ist so, als hätte man diesem Löwen einen Maulkorb verpasst, als hätte man ihn in Fesseln gelegt. Und wer darf jetzt diese Selbstverleugnung, oder erstmal die Frage, brauchen Sie das heute noch für Ihre, um sich zu schützen? Weg damit. Okay, die Grüne darf das, die darf sozusagen selber diesen Maulkorb, diese Fesseln würfeln. Ja, die hat das lange genug ausgehalten. Dann schauen Sie mal, wie es für Sie ist, wenn sie es stoppt. Ja. Ja, das ist sitzt hier. Das ist richtig gut. Naja. Stopp. Ja. Ja. Wie geht's Ihnen dabei? Ja, es bewegt sich was in meinem Bauch jetzt, als wenn Nein. das sich in, wirklich wieder in Bewegung setzt. Es war lange wohl ja, lahmgelegt. So fühlt sich das an. Es ist sehr Ja. interessant. Und auch da könnten wir der grünen vitalen Saskia diesen Triumph gönnen, dass sie auch dieses Element aus ihrem Raum entfernt für immer. Oh, direkt in die Tonne. Super. Dann legen Sie das nächste Element, was wir untersuchen, ist die magisch-grandiose Überlebenswelt. Das ist die Saskia, die, das kennen Sie vielleicht von sich, die Tendenz, sich gleich zuständig zu fühlen für die Probleme von anderen. Die, ne? Die rote war das. Das kennen Sie, diese Ja, Tendenz. das kenne ich. Das Und kenne ich. dann dazu kommt noch, dass Sie versuchen, das möglichst perfekt zu machen. Das kenne ich auch, ja. Wenn da nicht klappt, was gar nicht klappen kann, dann fühlen Sie sich noch schlechter. Ja, so ist es. Und das war damals fürs Überleben möglicherweise wichtig. Ja. Es kann auch sein, dass in Ihrer beruflichen Karriere Sie damit sehr viel Anerkennung bekommen, dass Sie so selbstlos sich Ja. einsetzen, hundertprozentig für die Interessen von anderen. Aber von dieser Anerkennung wird man nicht satt und das Honorar ist meistens viel zu knapp. Das stimmt. Außerdem kann es nie diese Erschöpfung und diesen Verlust an Kraft und Power Ist richtig. ersetzen, was damit verbunden ist. Ja. Und Sie können sich entscheiden, ob Sie dieses Programm heute noch brauchen. Weg damit. Ich möchte das nicht mehr. Dann legen Sie doch mal dieses magisch-grandiose Selbst auf den Tisch. Dann kann es sozusagen gesund schrumpfen. Ja. Die ganzen Probleme, die ganzen Verantwortungen, die Sie entweder andere Ihnen aufgelegt haben oder die Sie selber an sich gerissen haben, um für andere wertvoll zu sein, das können Sie jetzt abfallen lassen. Und gleichzeitig kann die ganze Kreativität, die ganze Fantasie und Energie, die Sie da hineingesteckt haben, die kann wieder zurückfließen für Sie. Die können Sie jetzt anderweitig nutzen. Und das, was dann übrig bleibt von diesem magisch-grandiosen Selbst, das ist so eine etwas unansehnliche, schlaffe Hülle,
so wie ein Kokon, aus dem gerade ein Schmetterling geschlüpft ist. Dieser Kokon war möglicherweise als Schutz des Schmetterlings für eine gewisse Phase der Entwicklung wichtig. Aber jetzt ist die Frage, ob sie heute noch dieses magisch-grandiose Selbst braucht. Und wer darf es stoppen? Rot, Gelb oder Grün? Die Grüne wieder. Ah ja, die Grüne. Dann schauen Sie mal, wie das ist für die Grüne, wenn sie das stoppt. Ja. Geht gut. Erstaunlich. Stopp! Ja. Ja. Und dann darf die Grüne mal die Rote mit dazu nehmen, damit die das auch lernt. Gemeinsam das machen. Ja. Ja. Und wie geht es bei der roten Saskia von heute, wenn sie das stoppt? Der geht's gut damit. Also wenn die da irgendwie so einen gewissen Widerstand haben sollte, dann könnte es hilfreich zu sein, wenn sie einfach anerkennt, dass diese Strategie eine Zeit lang auch lebenswichtig, überlebenswichtig. Das wäre gut. Oder das ist gut. Können Sie aber Sag's. sagen, ich achte, dass du für mein Überleben wichtig warst. Ich achte, dass du für mein Überleben wichtig warst. Aber jetzt habe ich meine eigentliche Kraftquelle gefunden. Aber jetzt habe ich meine eigentliche Kraftquelle gefunden. Jetzt kann ich mich von dir verabschieden. Jetzt kann ich mich von dir verabschieden. Ja. Wie ist das für Sie? Gut, das sieht schon jetzt aus, als wären ganz viele Schmetterlinge da. Das ist spannend. Und Wenn dann ich. können Sie mit einem ultimativen Löwenschrei dieses magisch-grandiose Selbst stoppen. Sehr gut. Sehr Das gut. nächste Thema ist jetzt die Eltern mit deren Schicksal. Nehmen Sie mal die beiden blauen Würfel, die symbolisieren das Schicksal von Mutter und Vater. Ja. Dürfen Sie mal so auf Ihre Handfläche nehmen, schauen Sie mal, ob Ihnen das vertraut ist, dass Sie sich damit beschäftigt haben, als wenn es Ihre Aufgabe oder als wären Sie dafür zuständig. Ja, das fühlt sich bald so an, als wäre ich das, also es ist so verschmolzen, Ah ja. dass ich das gar nicht trennen konnte. Also dann ist es wichtig zu sehen, dass das ja das Schicksale der Eltern sind. Ja. Und allerdings wird einem Kind manchmal suggeriert, das hätte was mit Liebe zu tun, wenn man diese ganzen Schicksale berücksichtigt in der Beziehung zu den Eltern. Ja. Man muss sie systemisch aufklären. Systemisch gesehen sind sie da gar nicht zuständig für die Schicksale dieser Eltern. Und wenn sie sich da engagieren, dann verlieren sie zwar sehr viel Energie, daher die Erschöpfung. Aber wenn sie dann erkennen, dass sie da gar nichts bewirken können, weil sie da gar nicht zuständig sind, dann verlieren sie ein Stück Achtung für sich selber. Das stimmt. Und am Schluss auch für die Eltern. Ja. Und spätestens dann können sie erkennen, mit Liebe hatte das noch nie etwas zu tun. Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, waren sie überhaupt zuständig für die Probleme der Eltern? Nein. Wenn sie das so klar erkennen, können sie den Eltern das mit Respekt zurückgeben, was sie da unbewusst übernommen haben. Dazu gibt es diesen klassischen Satz: Ihr hattet sehr schwere Schicksale. Ihr hattet sehr schwere Schicksale Und ihr habt sie auf eure Art und Weise getragen. und habt sie auf eure Art und Weise getragen, Beziehungsweise eben manchmal auch nicht. beziehungsweise eben auch manchmal nicht. Das war eure Art zu überleben. Es war eure Art zu überleben. Mir steht es gar nicht zu, mich da einzumischen. Mir steht das gar nicht zu, mich da einzumischen. Denn nur wenn ihr auf eure Art und Weise überlebt habt, konnte ich mein Leben bekommen. Denn nur während ihr auf eure Art und Weise überlebt habt, konnte ich mein Leben bekommen. Ist das für Sie? Das ist so, ja. Es fühlt Das sich achte ich richtig. jetzt, indem ich das eure ganz bei euch lasse. Das achte ich jetzt, indem ich das eure ganz bei euch lasse. Für immer. Für immer. Oh. Gut. Dann legen Sie mal die beiden blauen Würfel neben Mutter und Vater und spüren Sie mal in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn Sie diese schwere, traurige, belastende abgeben, was gar nicht zu Ihnen gehört hat. Das ist anders als am Anfang. Da war es noch wie Kaugummi. Das kriegt jetzt eine andere Dynamik, eine Distanz, die sich jetzt gesund aufbaut. So fühlt sich das an. Das darf ich da lassen. Das ist richtig. Also es geht ja letztlich darum, diese Grenze deutlicher wahrzunehmen, diese Distanz dazu, Genau.
Es hat mit ihrer Identität heute gar nichts mehr zu tun und dann wird der Raum frei für das, was eigentlich sie selber sind. Ja. Gut. Jetzt haben beide Eltern natürlich auch einen gesunden Wesenskern. Ja. Brauchen wir zwei schmale gelbe Klötzchen. Die können sie hinter die Eltern aufstellen. In der Größe. Genau. Hinter die Eltern. Der andere Seite der Eltern. Und was hat das so rum? Auf die andere Seite. Nein. Ja, so. So. Genau. Und jetzt können Sie sehen, und das blaue Klötzchen, die Baumklötzchen, das ist sozusagen das Überleben selbst der Eltern. Und dieses wahre Selbst der Eltern, das sind gesunde Eltern, die freuen sich natürlich über so eine wunderbare Tochter Saskia und würden dieser wunderbaren Tochter Saskia auch gerne ihre bedingungslose Liebe schenken. Ja. Aber es kann sein, dass aufgrund ihrer eigenen Traumata die Eltern nie oder nur selten mit ihrem wahren Selbst verbunden waren, Stimmt. dass sie von den Eltern nur nie oder nur selten diese wahre Liebe erlebt haben. Ja, kann ich so unterschreiben. Und das, was sie halt häufig erlebt haben, das waren diese Verletzungen, körperliche, seelische Verletzungen. Und können Sie sehen, dass die gar nicht vom gesunden wahren Selbst der Ja. Eltern kamen, sondern von deren falschen Selbst. Eltern. Sehe ich, das nehme ich jetzt wahr. Das ist sehr interessant. Ja. Die nächste Frage ist jetzt, wen haben Sie damals abgelehnt wegen dieser Verletzung, die Eltern oder sich selber? Ja. Das ist die Regel. Warum ist es die Regel? Es gibt dieses Machtgefälle und man ist ja abhängig von diesen Eltern. Da wäre es lebensgefährlich zu sagen, also ihr behandelt mich schlecht, das dürft ihr gar nicht. Und dazu kommt dann noch, wenn ein Kind erlebt, dass die eigenen Eltern das so behandeln, dann denkt es oft, das muss an mir irgendetwas falsch sein, wenn die eigenen Eltern mich so behandeln. Dadurch entsteht dann ein ganz tiefes, frühes Selbstunwertgefühl. Das begleitet sie ihr ganzes Leben lang und ist die tiefere Ursache für die meisten ihrer Probleme. Stimmt. Und jetzt haben Sie die Chance, diese Ablehnung, die Sie damals irrtümlich gegen sich gerichtet haben, endlich an die richtige Adresse zu geben, nämlich an das falsche Selbst der Eltern, Ja. da wo diese ganzen Verletzungen herkamen. Können Sie es nachvollziehen? Ja, das kann ich absolut. Dann nehmen Sie mal diese beiden blauen Klötzchen, die für das falsche Selbst der Eltern stehen, und stellen Sie mal vor sich hin. Nicht die Würfel, sondern die Ach, blauen, die höheren die blauen. beiden. Ja. Das ist sozusagen das falsche Selbst von Mutter und Vater. Und zu denen können Sie jetzt beiden sagen, euer Verhalten damals hat mich zutiefst verletzt und verwirrt. Euer Verhalten hat mich damals zutiefst verletzt und verwirrt. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich damals nur euch abgelehnt. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich damals nur euch abgelehnt. Und nicht mich selber. Und nicht mich selber. Und auch nicht euer wahres Selbst. Und auch nicht euer wahres Selbst. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Das bewegt mich total. Ja. In diesem falschen Selbst der Eltern haben Sie Ihre eigenen Überlebensstrategien entwickelt, dieses magisch-grandiose, aber auch dieses Selbstverleugnende. Ja. Davon haben Sie schon verabschiedet. Die Frage ist jetzt, brauchen Sie das falsche Selbst der Eltern heute noch für Ihre Orientierung? Nein. Und wer darf das stoppen, rot, gelb oder grün? Ja, die beiden zusammen, das fühlt sich gut an. Okay. Und meinen Sie, dass wir beide das falsche Selbst von Mutter und Vater gemeinsam bearbeiten können? Ja, das kann Das für war mich ja was so machen. eine unheilvolle Koalition zwischen den beiden Eltern. Ist es tatsächlich, ja. Ja, und dann nehmen Sie mal die beiden zusammen und können sie gemeinsam stoppen. Und schauen Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie sie gemeinsam stoppen. Ist schon Ladung. Natürlich. Super. Ja. Mit Löwenschrei. Wie geht's Ihnen dabei? Gut, geht's mir dabei. Raus damit. Also. Es kann ja sein, dass Sie damals auch ganz viel Wut unterdrückt haben, unterdrücken mussten. Und dass Sie, das kennen Sie vielleicht, dass Sie immer noch aus so einer unterdrückten Wut, Sie begleitet wie eine Wutbombe, die manchmal explodiert. Ja. Entweder gegen andere oder gegen sich selber. Und Kenne ich. eine Wutbombe ist sehr anstrengend und Sie können diese Wutbombe jetzt entschärfen, wenn Sie endlich die ganze Ladung an die richtige Adresse geben, an das falsche Selbst von Mutter und Vater. Was halten Sie davon? Sehr gut. Kommt mir gleich ein Schimpfwort. Ja, dann schauen Sie mal, was kommt denn da? Und Sie können es Rabeneltern kommt da. Rabeneltern. mit einem Stoppbewegung können Sie sagen, Ihr Rabeneltern.
Eltern. Ja. Ja, fällt dir noch was ein? Ja. Ja, es geht richtig in diese Richtung, diese Wut, ja. Ja. Ja, bist du verletzt? Verletzt. Habe ich im Stich gelassen. Stich gelassen. Und das war so schlimm für mich. Moment. Das war so schlimm für mich. Ja. Und wie geht es Ihnen dabei? Das will sich jetzt lösen, dass wir Es kann sein, dass der ganze alte Schmerz, den Sie auch immer unterdrücken mussten, dass der jetzt auch hochkommt. Es kann sehr heilsam sein, wenn dieser Schmerz abfließen kann. Es kann sein, dass die nächsten Tage das noch hochkommt und dann lasst es einfach zu. ganz wunderbar, das darf sein. Ja. Lange geschwelt. Und das wird aber gelockert durch die Wut, dass Sie endlich mal sich wehren dürfen. Genau. Wenn es für Sie, haben Sie damals sich gehasst oder die Eltern gehasst? Mich. Und es wäre vielleicht viel gesünder gewesen, die Eltern zu hassen, statt sich selber, ja? Ich konnte das irgendwie nicht. Dann können Sie sagen, ich hätte lieber euch gehasst statt mich. Hätte lieber euch gehasst, statt mich. Ja. Ist das. Ja, das stimmt. Dann nehmen Sie mal die grüne, vitale Saskia ganz alleine. Vielleicht fallen dir noch ein paar deftige Schimpfworte ein, die sie unbedingt loswerden möchte. Cool. Ja. 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 Wie geht's Ihnen dabei? Gut. Das ist so löst sich total in meinem Kopf. Ja, das ist so wichtig. Und haben Sie dabei irgendwie schlechtes Gewissen? Nee, den gegenüber habe ich das nicht. Okay. Und dann dürfen Sie mit einem ultimativen Löwenschrei die beiden vom Tisch hauen. Wie geht's Ihnen So, jetzt? sehr gut. Dann Erleichtert. stehen ja noch die beiden blauen Würfel, die Schicksale von Mutter und Vater brauchen. Die noch für ihre Orientierung Nein, gleich bitte hinterher. nein. Reiche daher. Erst wieder mit beiden. Ja. Es steht am Tisch noch ein gesunder Vater, eine gesunde Mutter, die sich freuen natürlich über so eine wunderbare Tochter Saskia und diese wunderbaren Tochter Saskia gerne ihre bedingungslose Liebe schenken würden. Können Sie sich überhaupt vorstellen, dass es so eine bedingungslose Liebe für Saskia gibt? Ganz schwer. Gab es vielleicht eine andere Person, von der Sie so eine bedingungslose Liebe erlebt haben? Bedingungslos, also jetzt heute meine Tochter vielleicht, ist so ein Ja, Gefühl. nee, das ist noch was anderes. Okay. Aber manchmal, wenn man so mit Menschen so enttäuschende Erfahrungen macht, dann sucht man vielleicht in der Natur Dann nehme ich die Liebe. Natur. Und vielleicht gibt es sogar auch ein Tier, wo sie diese Liebe spüren. Ja, ein Eichelhäher. Schön. Den bewundere ich immer, wenn ich ihn mal sehe. Ja. Oder Sie können sich einfach ein anderes Symbol für die Natur nehmen, was auch immer. Dann würde ich einen Baum nehmen. Ein Baum, ja. Dann nehmen Sie mal ein anderes Symbol. Manchmal gibt es ja so ein gelbes Brückensymbol. Schauen Sie mal, ob Sie sowas haben. Ich. Und das ist jetzt Symbol für die Natur. Und das dürfen Sie mal in Ihr Herz nehmen und spüren. Wie fühlt sich das an, wenn Sie jetzt Ihr Herz öffnen? Für diese Natur, die uns trägt, bedingungslos und nährt, einfach weil wir da sind. Und können Sie spüren, ob das bei Ihnen ankommt. Das kommt an bei mir. Und wichtig ist jetzt der Teil von Ihnen, der bei Ihnen bis ankommt. Das ist Ihr wahres Selbst, das ist Ihr gesunder Wesenskern. Und Sie sagen ja, das gehört zur Grundausstattung dazu, aber es muss eben erst geweckt werden, wenn man Glück hat durch die bedingungslose Liebe der Eltern oder eben dann durch so eine Sitzung. Und wenn Sie jetzt dieses wahre Selbst spüren, dann können Sie sich auch vorstellen, wie sich Ihr Selbstwertgefühl ändert, wenn Sie eins werden mit diesem wahren Selbst. Dann können Sie vielleicht nachvollziehen, dass es gar nicht mehr so wichtig ist, was Sie leisten, dass es auch gar nicht mehr so wichtig ist, was die anderen von Ihnen halten.
weil sie in sich selber diesen Wert und diese Würde spürt. Da fällt eine ganze Menge Last von mir ab. So ist es. Das Leben wird einfach. Total, ganz leicht fühlt sich das an. Dann stellen Sie dieses Symbol für die Natur nochmal auf den Tisch. Dann nehmen Sie jetzt mal die rote Saskia von heute und gehen Sie mal zu Ihrem gelben Saskia, die gerade erlebt hat, dass sie so offen ist für die bedingungslose Liebe der Natur. Und spüren Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie eins werden mit diesem Wesenskern von Saskia, der so erlebt hat, der ist es wert, geliebt zu werden. Ja, das fühlt sich vollständig an. Gut. Und das sind Sie selber, aber es ist neu, es ist ungewohnt, es fühlt sich verbunden an. Und davon daher gibt es dann auch eine Rückfallgefahr. Das alte Muster. Und darum machen wir, um das zu verhindern, machen wir jetzt die Gegenabgrenzung. Ja. Muss ich Ihnen kurz erklären, Sie nehmen die rechte Hand, die rote Saskia von heute. Das ist okay, ja. Die rote Saskia von heute geht in ihrer Fantasie, in ihrer Vorstellung zurück zu allen Elementen dieses Traumakonglomerates. Als erstes wäre es dieser rote Würfel, dieses Trauma mit diesen beiden Eltern. Und Sie müssen die Elemente, die Symbole gar nicht wieder hochholen, es genügt, wenn ich das vorstelle. Ja. Dann nehmen Sie mal in die linke Hand die gelbe Saskia, ihr wahres Selbst, und die kann sich jetzt der roten Saskia in den Weg stellen, um sie zu stoppen. Okay. Stopp. Es gibt kein Zurück, das hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Das fixiert dich nur auf die Vergangenheit. Mit deinem Wesen ist es gar nicht vereinbar. Wie kommt es Das nachher hin? kommt an und sie ist trotzdem so versucht, so irgendwo muss hier noch eine Lücke sein. Dann brauchen Sie vielleicht nochmal. Ja, bitte. Nochmal kraftvoll. Und je stärker das wahre Selbst stoppt, umso besser wird es gespeichert. Das bist du nicht, das hat mit dir heute nichts mehr zu tun. Das fixiert dich nur auf die Vergangenheit. Mit deinem Wesen ist das unvereinbar. Jetzt kommt's an. Als nächstes gehen Sie zu dem grünen Würfel. Das war diese Strategie der Selbstverleugnung. Auch da stoppt Ihr wahres Selbst. Hören Sie mal, was Sie sagen. Das bist du nicht. Das raubt dir deine Würde und deine Kraft. Das ist mit deinem Wesen nicht vereinbar. Da kommt es an bei Ihnen. Ist noch eine Irritation, als wenn mein Gehirn sich gerade in eine neue Richtung dreht. Ja, da im Gehirn muss sich da einiges drehen, das stimmt schon. Das muss irgendwie neu verschaltet werden. Ja, total. Darum machen Sie es gleich nochmal kraftvoll. Das bist du nicht. Das raubt dir deine Würde und deine Kraft. Mit deinem Wesen ist das unvereinbar. Ja, jetzt geht's. Als nächstes stellen Sie sich vor, Sie gehen zurück zu diesem magisch grandiosen Selbst. Auch da stoppt Sie Ihr wahres Selbst, hören Sie mal, was es sagt. Auch das bist du nicht. Auch das raubt dir deine Würde und deine Kraft. Das fixiert dich auf dein Stressprogramm mit deinem Wesen, ist es nicht vereinbar. Ja, es ist noch so eine Rangelei innerlich. Noch einmal wäre gut. Okay. Stopp. Das bist du nicht. Das raubt dir deine Würde und deine Kraft. Mit deinem Wesen ist es nicht vereinbar. Sehr gut. Das nächste Element wären diese blauen Würfel. Das waren diese schweren Schicksale von Mutter und Vater. Auch da stoppt ihr wahres Selbst. Hören Sie mal, was es sagt. Was mischte dich da ein? Das bist du doch gar nicht. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Das verführt dich nur zum Größtwahn. Kommt es an? Ja, das kommt an. Als nächstes gehen Sie zu dem falschen Selbst von Mutter und Vater, um da irgendwas zu verstehen, zu retten, zu heilen oder vielleicht noch ein bisschen Liebe zu bekommen. Auch da stoppt Sie Ihr wahres Selbst, hören Sie, was es sagt. Das bist du nicht, das geht dir nichts an, da hast du nichts verloren. Da bist du überhaupt nicht zuständig und Liebe gibt es auch nicht für dich. Ja. Was Ja. für Sie? 80% sagen ja und 20, die sind noch am Ja. Verhandeln. Das ist ein bisschen schmerzlich. Ist Zwar, es. es kann sein, kennen Sie das von sich, dass Sie dazu tendieren, sich Gedanken zu machen über Probleme des anderen und dass Sie selber das für Liebe halten. Ja, das kenne ich.
Wenn jetzt der andere ganz gesund reagieren würde und sagen würde, ach Saskia, lass doch die Finger davon, es geht dich nichts an, wir könnten einfach Party machen zusammen, dann kann es sein, dass sie das gar nicht annehmen können, weil sie das Gefühl haben, ihre Liebe wird gar nicht wahrgenommen und wertgeschätzt. Dann sind sie gekränkt und ziehen sich zurück. Ja, das kenne ich. Und dadurch haben sie den Kontakt mit einer gesunden Person verpasst. Ja. Daran sehen wir, dass sie als Kind eine wesentliche Löwenqualität gar nicht lernen konnten, nämlich die, dass sie gestoppt werden mit Respekt und Liebe. Warum ist es wichtig? Löwen und Menschen können ihresgleichen sehr verletzen. Deswegen lernt schon ein kleines Löwenkätzchen ganz früh so ein Signal. Das faucht dann so und damit signalisiert es den anderen keinen Millimeter näher, sonst werde ich ganz, ganz böse. Im kleinen Kätzchen kann man das noch nicht so ernst nehmen, aber wenn der große Löwe faucht, dann ist es überhaupt nicht mehr lustig. Das stimmt. Und der große Löwe hat das als kleines Kätzchen gelernt. Wenn sie das jetzt nicht lernen konnten als kleines Kätzchen, Ja. dann kann es sein, dass sie heute den Menschen aus dem Weg gehen, die sich so klar abgrenzen können und dass sie sich wohler fühlen mit den Menschen, die sich nicht gut abgrenzen können, die traumatisiert sind, bedürftig sind. Aber da kommen sie gleich in diese Abhängigkeitsbeziehungen und das Kind. Richtig. An sich sind sie stark, sind eine Löwin, sie können auch einen starken Partner haben, beruflich und privat, wenn sie das noch nachholen. Und dafür haben wir jetzt ein spezielles Programm entwickelt. Ja. Die Wahl selbst könnte mit Ihnen dieses Training durchführen, Training fit für die Löwenliga. Das nehme ich. Was halten Sie davon? Sehr gut. Die Saskia von heute stürmt wieder in den Raum des anderen, um ihn zu retten, zu helfen, zu heilen, um irgendwie was zu verstehen. Und die Wahl selbst glaubt sie kraftvoll, hören Sie mal, was sie sagt. Hey, wir sind Löwen. Löwen retten sich selber. Nur wenn du das respektierst, nur wenn du den anderen so lässt, wie er ist, kannst du ihm auf Augenhöhe begegnen. Wie kommt es an bei Ihnen? Sehr gut ist, das kommt an. Also, das ist ja ein ganz anderes Programm. Da gibt es ja gar Total. keinen Grund, beleidigt zu sein, gekränkt zu sein. Im Gegenteil, das ist ja ein echtes Kontaktangebot. Der Löwe, der möchte Ihnen sagen: Mädel, was machst du da? Du siehst doch, dass ich ein Löwe bin. Und du bist auch eine Löwin. Wir können da Party machen. Aber solange du immer versuchst, mich wie eine Krankenschwester zu behandeln, dann nehme ich dich nicht mit auf die Löwenparty. Ja, sehr gut. Nimm Okay. es an. Es kann sein, dass Sie manches Angebot eines echten Löwen einfach verpasst haben, weil Sie es missverstanden haben. Ja, bestimmt. Und deswegen machen wir es gleich nochmal. Also Sie gehen nochmal in beste Absicht in den Raum des anderen. Ich war selbst, stoppt Sie wieder kraftvoll. Ich weiß, dass ich dich stoppen kann. Ich weiß, dass du eine Löwin bist. Du hältst das aus. Aber du selber hast vielleicht vergessen, dass du eine Löwin bist. Oder vielleicht wollen sie dich umerziehen zu einem Stubenkätzchen. Langsam wird es mal Zeit, dass du dich entscheidest. Gehörst du jetzt in die Liga der Stubenkätzchen oder die Liga der Löwen? Na klar. Und das nächste Mal, wenn dich jemand so krass stoppt, musst du gar nicht gekränkt sein. Im Gegenteil, kannst dich freuen, kannst, du merkst, endlich ist ein echter Löwe. Endlich bist du in der richtigen Liga. Dann weißt du, du musst ihn gar nicht schonen, sondern im Gegenteil, je mehr du deine eigene Power zeigst, so mehr kann er erkennen, dass auch du eine Löwin bist. Und dann bekommt er vielleicht Lust, mit dir auf die Party zu gehen. Das lassen wir einfach mal so wirken. Ja. Dann gibt es vielleicht noch das Thema Erschöpfung und Burnout. Kenne ich alles durch. Das könnte mit diesem Selbstwertthema zusammenhängen. Kennen Sie das, dass Sie dazu tendieren, ohne Auftrag in fremden Räumen sich nützlich zu machen? Früher war es viel und mittlerweile habe ich mich da ganz gut, aber ich kenne es, ja. Oder dass sie dazu tendieren, 120% zu liefern, wenn du Das überhaupt nicht. eher. Ja, das ist so meine Liga mehr, dieses drauf und drüber geben, ja. Also das ist die sicherste Methode, um Energie zu verlieren, um ins Ja. Defizit zu kommen, finanziell und energetisch. Und nur Sie können daran etwas ändern, indem Sie lernen, Ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen, Ihre Grenzen, Ihre Zuständigkeit wahrzunehmen. Denn die anderen, die zeigen Ihnen diese Grenzen. Die einen, die traumatisiert sind, die können das gar nicht, die sind bedürftig ohne Ende, das kennen. Ja. Die anderen, die wollen das gar nicht, die finden es viel besser, wenn sie gratis liefern, die nützen sie einfach aus. Das kenne ich auch, ja. Ja. Ist natürlich nicht fair, aber es ist ja nicht verboten.
Und irgendwie bieten die das ja so an, als würde es sie glücklich machen. Genau. Und da könnte jetzt ihr wahres Selbst sie wieder auf diese Grenze hinweisen, indem sie diesmal ganz sanft stoppt. Die Rote geht wieder in den fremden Raum hinein. Das wahre Selbst stoppt sie sagen ganz sanft und liebevoll. Saskia, bist du dir ganz sicher, dass du da drüben 120% liefern musst? Nein. Und das könnte Ihnen ja sehr viel Energie ersparen. Da können Sie doch zu Ihrem Selbst sagen, anscheinend habe ich mich da vertan. Danke für den Tipp. Anscheinend habe ich mich da vertan. Danke für den Tipp. Ja. Und ich habe mich nicht zum ersten Mal vertan, Ja, ich habe mich nicht zum ersten Mal vertan, aber vielleicht zum letzten Mal. aber vielleicht zum letzten Mal. Damit es das letzte Mal ist, spüren Sie nochmal die Verbindung mit Ihrem wahren Selbst. Ja. Können Sie die Saskia spüren, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat? Ja, kann ich. Und dann können Sie sich klar machen, immer dann, wenn Sie ungefragt in fremde Räume gehen, immer dann, wenn Sie ungefragt 120% liefern wollen, verlieren Sie diese Verbindung mit Ihrem wahren Selbst. Wenn Sie diese Verbindung jetzt verloren haben, müssen Sie in fremde Räume gehen, um von anderen die Anerkennung zu bekommen, die Sie sich selber Genau. gar nicht geben können. Richtig. Das ist die Falle, die sich dann öffnet. Ja. Und natürlich haben auch Sie die Option, frei zu sein. Ja. Je mehr Sie verbunden sind mit Ihrem wahren Selbst, umso weniger haben Sie das geringste Interesse daran, ungefragt in fremde Räume zu gehen oder ungefragt 120% zu liefern. Können Sie es nachvollziehen? Ja, das kann ich absolut. Und wird mit Sicherheit irgendwann jemand kommen, der möchte gern 120% von Ihnen gratis und zwar sofort. Ja. Kennen Sie vielleicht von sich, dass Ihnen dann nicht immer so leicht fällt, Nein zu sagen, ohne Schuldgefühl? Das ist ein Sprachfehler, den ich lange hatte. Jetzt verrate ich Ihnen mal, wie Sie ganz entspannt Nein sagen können. Sie lehnen sich einfach zurück. Sie verschränken die Arme. Und spüren Sie innerlich, wie Sie Verbindung bekommen mit Ihrem wahren Selbst. Ja, es richtet mich auf, das spüre ich. Und wenn Sie dann Verbindung haben mit Ihrem wahren Selbst, können Sie ganz entspannt zu dieser Person sagen, bei mir geht da gar nichts mehr. Bei mir geht da gar nichts mehr. Ich kann es mit meiner Selbstachtung nicht mehr vereinbaren, Weil es mit meiner Selbstachtung nicht mehr vereinbar ist. mich ausnützen zu lassen. Mich ausnutzen zu lassen. Och, ja. Da müsstest du dir schon jemanden anderen suchen. Da müsstest du dir schon jemand anderen suchen. Wie fühlt sich das an? Sehr gut fühlt sich das an. Das gehört zum neuen Programm. Ja. Sehr gut. Ein gutes Gefühl. Jetzt, wenn Sie so verbunden sind mit Ihrem wahren Selbst, können Sie doch mal einen Blick werfen auf die grüne, vitale Saskia. Die hat ja in dieser Familie nicht das Gefühl, dass sie ganz okay ist, so wie sie ist. Das stimmt, ja. Also Rot und Gelb stellen sich mal nebeneinander. Und kann sein, können Sie auch da mal die Brille dieser Familie ablegen. Dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf diese kleine, vitale Saskia. Gibt es an der etwas auszusetzen? Yes. Da können Sie doch sagen, du bist goldrichtig, genau so wie du bist. Du bist goldrichtig, genauso wie du bist. Und schade, dass diese kranke Familie dir das nicht vermitteln konnte. Nun schade, dass dir das diese kranke Familie nicht vermitteln konnte. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Mit dir hatte das gar nichts zu tun. Das hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Legen Sie mal einen Finger auf die kleine Saskia. Wie geht's dir, wenn Sie das hören? Die hat so ein inneres Juchzen, so ein Befreiungsgefühl in sich. Es könnte sein, dass die kleine Saskia heimlich immer wusste, dass sie eigentlich ganz okay ist. Ja, das wusste sie. Und dann könnte die kleine Saskia zu der großen Saskia sagen: Ich habe das damals schon gewusst, aber du hast mir nicht geglaubt. Ich habe das damals schon gewusst. Du hast mir nicht geglaubt. Aber schön, dass es auch endlich schnallst. Aber bitte was? Schön, dass du es doch auch endlich schnallst. Aber schön, dass du es doch auch endlich schnallst, ja. Dann kann ja vielleicht doch noch was aus uns beiden werden. Dann kann ja doch noch was aus uns werden. Kommt es an bei der großen Saskia? Ja, da kommt was an, da ist bei mir, da macht sich was auf, also da will was ausgedrückt werden. Da Ja. kommt viel raus, also in Bewegung. Tolles Gefühl.
Wie war es denn, wie die kleine Saskia auf die Welt kam? Konnten beide Eltern sie begrüßen, ohne Wenn und Aber? Oder gar Das war ganz traumatisch. Ich bin, also meine Mutter und ich, wir sind fast beide verstorben. also, wir wissen heute, für ein gesundes Selbstwertgefühl ist so eine Begrüßung ohne Wenn und Aber wichtig. Ja. Und wir wissen auch, wenn die Eltern dazu nicht in der Lage waren, können Sie das heute nachholen. Ja. Denken Sie, wollen Sie dieser kleinen, tapferen Saskia das nachliefern? Ja. Dann können Sie jedoch sagen, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Gleichzeitig so wild und unberechenbar wie eine Löwin. Genau, gleichzeitig genauso wild und unberechenbar wie eine Löwin. Und so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und so zart und verschmust wie ein Kätzchen. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Ja, das war ein großes Thema. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und noch dazu so eine ganz besondere. Und noch dazu so eine ganz besondere. Wie kommt das an bei der kleinen Saskia? Ja. Ja, das Ja. macht was. Ja. Also steht ihr einfach zu und das hat ihr offenbar gefehlt. Ja. Das merke ich jetzt erst. Nun hat ja diese kleine Saskia in dieser Familie einige schmerzliche und verwirrende erlebt, aber erstaunlicherweise hat sie alles überlebt. Das war ja gar nicht Jo, selbstverständlich. das stimmt. Das kann man auch mal würdigen. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Danke, dass du in deinem berechtigten Zorn niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du in dieser ganzen Familienverwirrung deinen Verstand nicht auch verloren hast. Und danke, dass du in dieser ganzen Familienverwirrung nicht deinen Verstand auch noch verloren hast. Das war nicht immer so selbstverständlich. Das war nicht immer so selbstverständlich. Wie kommt es an bei der kleinen Saskia? Ja, das ist Balsam für ihre Seele. Und an dieser Stelle hat aber die kleine Saskia eine wichtige Botschaft für Sie. Die möchte Ihnen sagen, ich habe das damals alles überlebt, ich habe keinen bleibenden Schaden davon getragen und mir ist es ganz wichtig, dass du das heute weißt. Ja. Wie kommt es an bei Ihnen? Das ist gut. Damit möchte ich Ihnen sagen, ich brauche schon lange nicht mehr dein Mitleid. Ich brauche schon lange nicht mehr deine Schuldgefühle. Du musst mich auch nicht schonen. Ich möchte endlich mit dir auf die Löwenparty. Ja, gut. Und verwende mich bitte nicht immer als Ausrede dafür, dass du immer noch nicht auf die Löwenparty gehst. Wie kommt es an? Ja, das ist gut so. Und kann es sein, dass auch heute die bedürftige Seite von Saskia manchmal zu kurz kommt? Das kennen Sie vielleicht. Das kenne ich ja, ich Wir haben bin ein auch. Kind, Sie hatten auch einen Partner. Ja. Und manchmal möchte man dem eigenen Kind das ersparen, was die kleine Saskia erlebt hat. Dann kann es sein, dass man das eigene Kind eher verwöhnt. Ja, das stimmt, das habe ich. Und gleichzeitig sitzt die kleine Saskia auf der Kellertreppe bei trockenem Brot und Wasser. Ich dramatisiere so ein bisschen, aber Ist gut. das kennt ihr vielleicht. Das kenne ich. Und dann haben Sie einen Partner? Aktuell nicht, nein. Aber sie hatten einen Partner, manchmal erwartet man vom Partner, dass der sich um die kleine bedürftige Seite von Saskia kümmert. Das ist auch nachvollziehbar, verständlich. Aber meistens geht es schief. Ja. Wenn es dann schief geht, dann kann es sein, dass sie sehr enttäuscht waren von diesem Partner und vielleicht Vorwürfe gemacht haben und sich von ihm getrennt Mhm. haben. Also, da möchte ich Sie doch mal fragen: Ist es denn fair, einen Partner zu benutzen als Babysitter für die kleine Saskia? Nein, das ist es Der nicht. Partner ist ja im besten Fall interessiert an der Löwen-Saskia. Richtig. Für die kleine, bedürftige Saskia ist er überhaupt nicht zuständig. Was aber jetzt die kleine Saskia angeht, ist es ja gleich dreifach unfair. Jetzt hat sie erstmal diese Eltern, die sie gar nicht wahrnehmen konnten. Ja. Sie selber können sie auch nicht immer so wahrnehmen. Und dann Richtig. überlassen sie noch einen Partner, der möglicherweise selber traumatisiert war und außerdem überhaupt nicht zuständig war für die kleine Saskia. Ja. Ja. Geht's dir noch? Was haben Sie da der kleinen Saskia alles zugemutet die ganzen Jahrzehnte? Kein Wunder, wenn es dir zwischendurch ganz beschissen geht. Wen bräuchte diese kleine Saskia ganz dringend? Mich. Und vor allem in Verbindung mit diesem wahren Selbst. Wenn Sie jetzt in dieser Verbindung sind, können Sie doch zu der kleinen Saskia sagen: Ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Heute bin nur noch ich für dich zuständig. Und nun, du bist für mich die
absolute Nummer eins. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Vor allen anderen. Vor allen anderen. Vor Vor meinem eigenen Kind. meinem eigenen Kind. Fühlt sich das an? Ja, das ist, da sehe ich richtig, wie ich jetzt die erste Rolle spiele oder die erste Geige. Das ist, als wenn ich den Platz wechsle. Das ist gut. Genau, und ich überlasse dich auch nie wieder einem Herrn an meiner Seite. Ich überlasse dich auch nie wieder einem Herrn an meiner Seite. Wow. Ist das für die kleine Saskia? Gut. Fühlt sich gut. Und wie die kleine Saskia einschätzt, will die unbedingt was anstellen. Geht das überhaupt bei Ihnen oder Ja, geht es Ihnen eher so das geht. Mit kontrolliert? mir geht das. Mit Ja. mir geht das, ja. Also das gehört zum neuen Programm dazu, dass Sie der kleinen Saskia sagen, bei mir darfst du heute noch was anstellen. Bei mir darfst du heute noch was anstellen. Und natürlich stehe ich gerne Schmiere für dich. Und natürlich stehe ich gerne Schmiere für dich. Schließlich möchte ich auch mal wieder echt Spaß haben mit dir. Schließlich möchte ich auch mal wieder echten Spaß haben. Ja. Und damit die Kleinen das glauben, nehmen Sie mal die an Ihr Herz, buchstäblich die Grüne an Ihr Herz. Und spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an, wenn die grüne, vitale Saskia endlich ein Zuhause findet, wo sie gesehen wird, wo sie geliebt wird, wo sie geschützt wird, wo sie geachtet wird, so wie sie ist. Sehr Und gut, wo sie das sogar ihren Spaß haben. ja, es fühlt sich gut an. Und wie geht es in der großen Saskia, wenn es der kleinen Saskia gut geht? Sehr gut. Geht's dir leicht? Also, wir sehen immer wieder, dass alle Probleme sich lösen, sobald es der kleinen Mhm. Saskia gut geht. Denn alle Probleme hängen letztlich damit zusammen, dass sie die kleine Saskia aus den Augen verlieren, die sich da engagieren, wo sie gar nicht zuständig sind. Ja. Dann verlieren sie Energie, haben nicht die Wirkung, die sie sich wünschen. Am Schluss sind sie erschöpft und verwirrt und frustriert. Richtig. Und sie haben keine Energie mehr für sich selbst. Ja. Und damit könnte jetzt endgültig Schluss sein. Sehr gut. Nehmen Sie mal die drei Klötzchen an Ihr Herz und spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an, wenn diese drei Elemente eins werden, die so viele Jahrzehnte lang getrennt waren. Es entsteht eine Eigendynamik, also eine große Kraft. Ja. Ein gutes Gefühl. Und in dieser Verbindung können Sie nochmal einen Blick werfen auf die gesunden Eltern von damals, Mutter und Vater. Und schauen Sie mal, wie fühlt sich das jetzt an, wenn Sie da hinschauen. Also es fühlt sich gut an, das kann ich. Und um das abzuschließen, gibt es noch so ein paar klärende Sätze. Schauen Sie mal, ob Sie sagen können, mein Leben kommt durch euch. Mein Leben kommt durch euch. Ich achte das als ein großes Geschenk. Ich achte das als ein großes Geschenk Und durfte es an meine Tochter weitergeben. und durfte es an meine Tochter weitergeben. Ich sehe, dass es euch einiges gekostet hat, mir das Leben zu geben. Ich sehe, dass es euch einiges gekostet hat, mir das Leben zu geben. Das achte ich. Das achte ich. Aber diese Rechnung muss ich nicht bezahlen. Aber diese Rechnung muss ich nicht bezahlen. Und ich sehe, dass auch ich meinen Preis zahle. Und ich sehe, dass auch ich meinen Preis zahlen musste. Aber das ist mir mein Leben wert. Aber das ist mir mein Leben wert. Auch diese Rechnung muss niemand mehr bezahlen. Auch diese Rechnung muss niemand mehr bezahlen. Weder ihr, Weder ihr, noch mein Kind, noch mein Kind, noch ein Pastor. noch mein Partner. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Es fühlt sich befreiend an. Und dann können die drei Klötzchen sich nochmal hinstellen vor die beiden Eltern, sich symbolisch verneigen vor den Eltern. Als Dank, das Leben, was sie bekommen haben von den Eltern. Und dann drehen die drei sich um und gehen in die andere Richtung, nochmal über eine Grenze ins Hier und Jetzt. Gab es die Grenze noch? Die blaue wieder. Den Traum, genau. Und dann legen Sie mal eine Hand auf die drei Klötzchen. Wie geht es Ihnen an, wenn die jetzt im Hier und Jetzt angekommen sind? Das Schmerzliche und Verwirrende der Vergangenheit ist vorbei, liegt für immer zurück. Wir wollen los jetzt. Also es ist was passiert, dass es in Bewegung kommt. Schön. So Ja. lassen wir das stehen. Ja, Dann sehr gut. beende ich jetzt mal die Absage.